Erkenne dich selbst. Wer bist du als Mensch in dieser Welt? Das ist immer noch die Urfrage vor 2.500 Jahren gestellt. Immer noch gibt es diese Frage. Und man kann doch nicht allen Ernstes behaupten, dass unsere Zeitgenossen irgendetwas von dieser Frage ernsthaft beantwortet hätten. Ein Mensch, der sozusagen im Licht der Wahrheit leben möchte, der die Dinge umfassend erkennen möchte, der Wesen und Schein möglichst tief voneinander unterscheiden möchte, der muss ein Leben in der Verantwortung führen, der muss in gewisser Weise auch ein selbstloses Leben führen und er muss dann am Ende auch ein Leben führen, das absieht von dem sozialen Status. Ein Mensch, der sagt, die Wahrheit ist das Wichtigste, für das ich im Leben leben möchte, der muss bereit sein, seinen sozialen Status wegwerfen zu können. Søren Kierkegaard, den ich lobend schon erwähnt habe, kann eine seiner Arbeiten beginnen mit dem kurzen Vorwort: Dies ist kein System. Für systematische Zollschnüffler zur Warnung: Dies Buch passiert eure geistige Grenze nur, wenn ihr aufhört, da drin ein System zu vermuten. Denn es trägt dazu bei, dass ihr selber Menschen werdet und als Menschen lebt und eure eigene Existenz vollzieht. Das Individuelle wird nie ein System. Ihr seid ihr selber. Stellt euch vor, ihr seid einmalig als Individuen. Mit euch gibt es einen Auftrag, den Gott sich gedacht hat, als er euch erschuf. Den zu verwirklichen und herauszufinden ist so wichtig wie bei Sokrates, als der Gott Apoll von Delphi ihm antwortete, was er tun sollte. Daraus gibt es kein System, allenfalls Systemkritik. Und dann gibt es den großen Bogen von Platon zu Sokrates. Dazwischen liegen mehr als 1.900 Jahre. Denk selber. Verdammt nochmal, denke selbst. Lass dir nicht alles auftischen und nicht in Irrsinn vorsetzen, den du dann schlucken musst. Musst du gar nicht. Sag einfach nein, nein, das glaube ich nicht.